Konnichiwa minasan! Herzlich willkommen zu einer neuen Nihongo Story. Heute möchte ich mit euch mal über meine ersten Kontakte mit japanischen Otakus reden. Der ein oder andere von euch fragt sich jetzt bestimmt, was ist denn eigentlich ein Otaku? Die Leute von euch, die aus der Anime-Manga-Community kommen, die werden wahrscheinlich schon mal was davon gehört haben. Und ich habe auch schon mal ein Video zur Begriffserklärung des Otakus gemacht. Ganz vereinfacht gesagt sind das Leute, die sehr, ich würde mal sagen, sich für ein Thema interessieren oder vielleicht auch ein bisschen fanatisch in diesem Thema sind und wirklich da richtig tief reingehen. Ein Beispiel wären Bahn-Otakus, die es zum Beispiel auch in Japan gibt. Das sind Leute, die sich total für japanische Züge oder Bahnen interessieren, Fotos machen, am Wochenende rausgehen, Fotos, Videos von den Zügen und den Bahnen machen, sogar diese Bahntöne sammeln. In Japan haben verschiedene Bahnhöfe verschiedene Töne, zum Beispiel, wenn eine Bahn einfährt, die sammeln diese Töne, nehmen die auf und, und. Also wirklich Leute, die sich sehr, sehr stark und tief, fast schon fanatisch mit einer Sache befassen. Und von diesen gibt es natürlich auch viele im Anime- oder im Manga-Bereich. Man muss aber auch dazu sagen, der Begriff wird in Europa und in Amerika ein wenig anders verwendet, als er in Japan verwendet wird. In Japan wird er eher so verwendet, wie ich euch das gerade gesagt habe. Es ist ein bisschen negativ auch angesehen. Es ist dieses fanatische Element ein bisschen drin. Und in Deutschland oder in Amerika wird auch oft jemand als Otaku bezeichnet, der sich halt irgendwie hobbymäßig mit ein bisschen Anime, Manga beschäftigt, aber da jetzt vielleicht auch gar nicht ganz so tief drin ist. Also das Image ist im Ausland, im nicht-japanischen Ausland, ein wenig positiver, als es in Japan selbst ist. Und diese Otakus waren Gegenstand meines Forschungsprojektes, was ich in Japan machen wollte. Denn um ein Auslandsjahr in Japan zu machen, mussten wir an der Universität ein Forschungsprojekt schreiben und sagen, jo, das wollen wir versuchen in Japan umzusetzen. Man musste jetzt nicht irgendwie erfolgreich umsetzen, aber wir brauchten eben so ein Projekt, um zu zeigen, dass wir eben auch ein bisschen was in Japan machen wollen. Und ich fand diese Otakus eben sehr interessant, weil es in Japan auch viele gibt, die sich da so ein bisschen in Robotertechnik, in Computertechnik auch ein bisschen einarbeiten, da eben total drin sind und da auch sehr interessante Ergebnisse hervorbringen, die technologisch gesehen vielleicht auch der ganzen Welt irgendwie was bringen können, weil wenn jemand extrem gut in diesen Robotern ist oder so, dann wird er vielleicht irgendwo mal angestellt in der Firma, weil die sehen, oh, der ist da so gut drin, und das fand ich eben ganz interessant. Und was ich auch interessant fand, ist, dass diesen Otakus immer nachgesagt wird, die sind gar nicht so sozial, was nicht ganz so stimmt. Es gibt Otakus, die dann ein bisschen diese Hikikomori reingehen, das heißt, die gehen gar nicht mehr raus, sind einfach nur noch in ihrem Zimmer, leben oft bei den Eltern und ja, verwesen da im Grunde, weil sie nur in der virtuellen Welt leben. Aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, von denen, die unter dem Begriff Otaku fallen würden, die aber durchaus sehr sozial sind und die auch große Communities innerhalb dieser Otaku-Schiene gebildet haben. Und das fand ich eben sehr interessant und da wollte ich ein bisschen forschen, wie kommunizieren die, wie sind diese Communities ausgebildet. Um das zu erforschen, muss man natürlich dann auch an die Orte gehen, wo sich diese Leute rumtreiben, und da ich nach Osaka gegangen bin für mein Austauschjahr, war der Ort, an dem man das macht, natürlich Denden Town oder Nipponbashi. Dort gibt es eine ganze Menge an vielen verschiedenen Technikgeschäften, Anime-Geschäfte, Manga-Geschäfte, vor allem aber auch Games, also Super Potato ist hier ein so ein Laden, da findet ihr alte SNES-Spiele, alte N64-Spiele und noch ältere Spiele, wirklich, die kann man dann da gebraucht kaufen, teilweise auch noch die alten Konsolen und alles. Also es ist sehr, sehr interessant und ist wirklich so das Mekka, sage ich mal, rund um Osaka für Leute, die sich dafür interessieren. Ist das Pendant zu Akihabara, was es in Tokio im Grunde gibt. Akihabara ist dann nochmal ein bisschen größer, da gibt es dann noch mehr Sachen und man findet noch seltenere Techniksachen und so. Aber das ist eben ein Ort, an den viele Otakus gehen, weil dort eben viele Dinge verkauft werden, die sie mögen. Vor allem diese Anime, Manga, Games, Otakus und auch diese ganzen Technikleute. Und deswegen habe ich gedacht, jo, da musst du hin, wenn du irgendwie die beobachten möchtest oder Leute kennenlernen möchtest aus dieser Szene, dann ist das genau der richtige Ort für dich. Und da war ich dann auch in den ersten zwei Wochen. Ich bin angekommen in Japan und in der ersten oder in der zweiten Woche war ich dann auch direkt dort und habe mich ein bisschen umgesehen und war erstmal vollkommen erschlagen, weil es gibt wirklich, also ich habe auch gerne Nintendo-Spiele zum Beispiel gespielt und spiele teilweise auch heute noch immer mal wieder gerne welche, und da findet man halt wirklich
alles. So alte Konsolen, so alte Spiele. Man denkt sich, wow, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Sowas gibt's hier noch, das verkaufen die noch. Würde man in Deutschland nie mehr drankommen, aber in Japan wird das noch verkauft. Und das fand ich unfassbar. Erstmal habe ich gedacht, wow, was ist da los? Auf der anderen Seite war es aber auch, es wirkte alles sehr alt, sage ich mal. Dadurch, dass so alte Spiele so retromäßig natürlich auch alles verkauft wird. Man hat viele so kleine Geschäfte mit dann, also die sind nicht super groß, da sind dann Ladenbesitzer, die verkaufen gebrauchte Computerteile oder gebrauchte Lampen teilweise. Wirklich alles. Man findet da alles bis in, weiß ich nicht, vor 50 bis 100 Jahren, was es damals so an Geräten gab. Das findet ihr mit Sicherheit irgendwo in Dendentown oder Akihabara. Gibt es irgendeinen Laden, der das verkauft. Und das macht aber vom Eindruck her natürlich auch alles so ein bisschen älter, sage ich mal, so retromäßig. Man fühlt sich teilweise vor 50 Jahren irgendwie zurückversetzt, auch wenn ich da noch nicht gelebt habe, aber das ist so das Image, was man hat oder das, was ich mir vorstelle, was vor 50 Jahren so modern war vielleicht mal. Kennt ihr ja vielleicht auch, ne? Wenn man irgendwo mal in einem Stadtteil ist und man denkt, oh, das sieht aber ein bisschen alt aus. Und diesen Eindruck hat das irgendwie auf mich gemacht. Würde mich auch interessieren, was ihr für einen Eindruck hattet, falls ihr schon mal da wart. Und dann gibt es dann auch eine Menge an Kartenshops, sage ich mal, die verkaufen diese Trading Card Games, Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon Karten, was weiß ich nicht alles. Und da gibt es auch viele Communities, die das spielen und über den Geschäften in der zweiten oder dritten Etage gibt es dann eben teilweise auch Tische und da treffen sich die Leute, holen sich unten die Packs meinetwegen, packen die aus und spielen dann da Duelle gegeneinander. Und da war ich dann auch, aber ich habe relativ schnell für mich gemerkt, dass das eigentlich gar nicht eine Welt ist, in der ich mich groß aufhalten möchte. Denn, wie soll ich sagen, also die Japaner haben von den Otakus oder den Leuten, die das machen, ein relativ negatives Image. Die sind nicht wirklich so positiv angesehen. Und ich habe auch verstanden, warum. Weil man muss schon sagen, die sind ein bisschen speziell vielleicht als jetzt der Standard-Japaner. Die Kommunikation ist natürlich ein bisschen eine andere. Und es ist irgendwie eine Welt, in die man, sage ich mal, passen muss. Da passt nicht jeder rein. Die Leute sind natürlich ein bisschen unmoderner angezogen, sage ich jetzt mal. Ich bin auch nicht immer der modernste Angezogene, ne? Aber man merkt halt schon den Unterschied, wenn man nach Umeda geht zum Beispiel. Da sind die Leute immer sehr modisch angezogen und auf dem neuesten Stand. Und dann, wenn man nach Nippon-Bashi geht, dann merkt man eben auch von der Kleidung, tut sich da schon was. Die achten vielleicht auch nicht immer so auf ihr Äußeres oder nicht immer so auf die Körperpflege. Auch das ist ein Klischee, was man hat. Aber wenn man hingeht und in die Communities mal ein bisschen reinguckt, dann gibt es, also versteht man, warum dieser Eindruck auch einfach besteht. Wie gesagt, bin ich jetzt natürlich auch nicht so der, der darauf achtet, dass seine Kleidung irgendwie immer der Moderne entspricht. Aber ich habe mich total komisch gefühlt, als ich dann da in diesem Raum mit den ganzen Leuten war, die diese Karten gespielt haben. Und generell, als ich mich in Nippon-Bashi bewegt habe, durch die Geschäfte gegangen bin, man sieht natürlich auch die Leute, die da arbeiten. Das sind auch Leute, die sich damit auskennen. Die Leute, die im Super Potato arbeiten, die haben Ahnung von den Konsolen, die haben Ahnung von den Spielen. Die spielen in der Regel auch selber relativ oft. Und die sind eben auch in dieser Welt drin und arbeiten deswegen auch da, weil die das natürlich total mögen und lieben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, da möchte ich gar nichts gegen sagen. Aber als ich dort war, habe ich für mich einfach gemerkt, oh, das ist nicht meine Welt. Dann habe ich die ganzen Werbungsleute für die Maid-Cafés gesehen, unglaublich viele Maids, die dann da rumlaufen, ne, die dich anwerben wollen für das Café. Und dann bin ich auch in ein Maid-Café gegangen, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Deswegen, falls euch das mehr interessiert, schaut gerne in dem Video vorbei. Aber auch da habe ich gemerkt, das ist einfach eine total komische Welt für mich. Da passe ich einfach nicht rein. Da sehe ich mich selber nicht in dieser Welt drin. Ich finde zwar das als Forschungsobjekt total interessant, weil ich der Meinung bin, dass gerade die Otakus, die in diese Technikrichtung gehen, unglaublich auch zum Fortschritt beitragen können, wenn zum Beispiel Firmen oder wenn die Gesellschaft die mehr nutzen würde, weil die kennen sich super damit aus. Also die sind einfach, die leben da drin. Das ist deren fast einziger Lebensinhalt teilweise, die sich mit diesen Technik, Robotik, was auch immer zu beschäftigen. Und die haben echt Skills da drin. Die wissen, wie das funktioniert. Die haben davon Ahnung. Und ich finde das halt immer ein bisschen schade, weil die dann so ein bisschen, ne, schlecht angesehen sind oder so. Und die Firmen sagen, den wollen wir vielleicht auch nicht so haben, obwohl der halt die Skills aufweist. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre interessant, da zu forschen. Und finde das auch heute noch interessant. Aber ich selber sehe mich einfach in dieser Welt überhaupt nicht drin, weil es was ist, was irgendwie meinem Selbstbild dann doch überhaupt nicht übereinstimmt. Und deswegen habe ich für mich gesagt, okay, das Thema ist zwar interessant und ich werde ein bisschen noch in der Forschungsliteratur weitersuchen, habe auch eine Hausarbeit dann hinterher dazu geschrieben, aber es ist nicht das, was ich jetzt irgendwie für immer machen möchte und habe mich ein bisschen umorientiert auf die allgemeine japanische Gesellschaft, weil ich für mich gemerkt habe, dass ich das dann doch wesentlich interessanter finde, zu schauen, wie leben die Japaner, wie arbeiten die Japaner im Allgemeinen, was macht so der Standard-Japaner
Japaner. Was machen die? Wie führen die ihr Leben, ihr Familienleben und, wie versuchen die eine Work-Life-Balance zu schaffen? Das hat mich dann doch wesentlich mehr interessiert. Und als ich dann in die Richtung gegangen bin, von der Forschung her auch so ein bisschen, habe ich auch bei mir gemerkt, oh, hier fühle ich mich wesentlich wohler. Da habe ich viel mehr Interesse noch dran und da möchte ich richtig reingehen und das schauen. Auch ein Erlebnis, was ich ein bisschen komisch fand, was es durchaus aber gibt, ist, ich habe aus einem Geschäft jemanden rausrennen sehen mit so einer Figur, irgend so einer Robotik, ich glaube, es war eine Evangelion-Figur, der einfach schreiend aus diesem Laden herausgerannt ist, ja. Also ich glaube, er war nicht ganz der Hellste, wenn man das so sagen kann, das hat zumindest den Eindruck gemacht, deswegen es sei ihm verziehen, aber das war halt auch was in Nipponbashi passiert ist für mich und was auf mich natürlich auch einen komischen Eindruck gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, das ist vielleicht nicht das, wo ich mich jetzt so persönlich sehe. Dennoch war es für mich wirklich eine sehr interessante Erfahrung, da einfach hinzugehen, dieses Denden Town zu erleben. Deswegen kann ich es euch auch nur empfehlen. Es ist halt eine Nische, ne? Diese Anime, Manga, Games-Geschichte. Es ist schon eine Nische in Japan, auch wenn natürlich viele Leute Animes schauen, Mangas lesen oder Games spielen. Und das mache ich ja auch ab und zu. Ich schaue auch mal gerne ein Anime oder spiele mal gerne ein Spiel, auch wenn das in den letzten Jahren extrem weniger geworden ist. Aber es ist halt nochmal ein Unterschied, wenn man Spiele irgendwie mal ab und zu gerne spielt oder man ein Anime ab und zu gerne schaut oder wenn man wirklich sich den überwiegenden Teil seines Tages damit beschäftigt und in diese Communities reingeht. Und das ist mir eben auch klar geworden, dass ich zwar diese Sachen mag und dass ich das auch an der japanischen Popkultur schätze, diese Sachen, aber dass dann doch noch ein Unterschied ist zwischen man macht das mal gelegentlich und man lebt fast in dieser Schiene, sage ich mal. Und das ist auch das, glaube ich, was ich immer mal wieder mitbekomme, auch auf YouTube natürlich, wenn Leute mir Kommentare schreiben oder so. Viele denken halt, dass dieser Anime-Manga-Games-Part in Japan sehr, sehr groß ist. Und der ist natürlich im Verhältnis zu Deutschland wesentlich größer. Ja, also viele Leute sind in dieser Community auch drin. Aber es ist nicht der Standard-Japaner, der so stark in dieser Community drin ist, sondern für den Standard-Japaner sind im Alltag andere Dinge wesentlich wichtiger und er lebt in der Regel auch anders und ist nicht so stark in einer dieser Communities drin. Und man muss auch sagen, dass in Japan viele Leute, die stark in diesen Communities drin sind, eben auch durch das gesellschaftliche Raster in Japan so ein bisschen durchgefallen sind. Ne? Also da ist dann bestimmt, keine Ahnung, die Psychologen können das vielleicht besser erklären, ich weiß es nicht. Aber es gibt halt viele Leute, die zum Beispiel keinen guten Job haben, weil sie keinen guten Schulabschluss hatten oder nicht auf die Uni gehen konnten oder so, sich dann in dieser Community einen Platz für sich gefunden haben und das dann eben ausleben und das Geld, was sie verdienen, eben komplett in ihr Hobby stecken. Was vollkommen okay ist. Ne? Also sage ich gar nichts gegen. Ich finde das vollkommen okay, wenn man das macht. Aber das ist eben auch ein Effekt oder ein Phänomen, was man dann in der japanischen Gesellschaft sehen kann, dass das halt nicht immer die Standard-Japaner sind, die dann da sind, sondern dass es eben auch vermehrt Leute in diesen Communities sind, die eben ein bisschen durch das japanische Raster gefallen sind, was dann aber natürlich auch wieder interessant sein kann, weil man sich natürlich fragen muss, warum sind die durchgefallen, wie konnte das passieren, wo sind da die gesellschaftlichen Probleme in Japan und auf die kommt man dann natürlich auch, wenn man da weiter forscht und geht. Ich habe für mich auf jeden Fall gemerkt, dass ich wesentlich mehr Interesse an den Standard-Japanern habe, als jetzt an den Otakus und das versuche ich euch natürlich, dieses Standardleben der Japaner, ich weiß nicht, es interessiert mich einfach, wie die den Alltag bestreiten und das versuche ich euch natürlich auch immer durch die Videos hier zu vermitteln. Wie ist es bei euch? Wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema, diese Otaku-Thematik und ich persönlich finde jetzt, habe auch keine negative Einstellung oder so gegenüber denen, aber man sollte eben auch wissen, dass die Japaner gegenüber Otakus oder gegenüber Leuten, die generell sehr viel Games machen, sehr viel Anime, Manga oder so, dass die dann nicht immer so positiv gegenüber denen eingestellt sind, weil das halt in Japan eher so ein kleines Zeichen dafür ist, dass man vielleicht gesellschaftlich nicht ganz so hoch ist und das ist schon wichtig für die Japaner, dass man eben auch gut angesehen ist, einen guten Job hat und so. Klar, ne, das ist gesellschaftlich immer wichtig. Deshalb solltet ihr vielleicht nicht nach Japan gehen und irgendwie direkt sagen, yo, ich bin ein Otaku, ich liebe Animes, ich liebe Manga, ich liebe Games, was geht? Das ist vielleicht nicht immer so die beste Herangehensweise, um sich vorzustellen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, obwohl es natürlich auch genug Japaner gibt.
oder Japanerinnen, die sowas mögen. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Erfahrungen. Was waren eure Eindrücke? Wart ihr mal in Akihabara in Tokio? War ich auch schon mal. Kommt vielleicht auch nochmal irgendwann ein Video zu Tokio generell, wie meine Erfahrung da war. Oder wart ihr schon mal hier in Osaka, in Denden Town? Was waren eure Eindrücke? Wie habt ihr das Ganze wahrgenommen? Wie habt ihr die Japaner wahrgenommen, die dort waren? Was waren eure Eindrücke? Das würde mich an der Stelle natürlich interessieren. Das war jetzt mal so eine kleine Story von mir. So habe ich mein Forschungsprojekt einfach gewechselt. Eigentlich wollte ich meine Bachelorarbeit am Ende auch über die Otakus schreiben, habe das dann aber nicht mehr gemacht, sondern habe meine Bachelorarbeit über den Premium Friday geschrieben, den es mal in Japan gab, der eigentlich jetzt vollkommen unwichtig geworden ist. Und da habe ich ein bisschen so über die japanische Arbeitskultur eben geforscht, gelesen, zusammengefasst und meine Bachelorarbeit dann darüber geschrieben. Und das hat mir auch wesentlich mehr Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ah, okay, da ist mein Interesse. Das war es auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas daraus mitnehmen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch eine Menge an Links. Unter anderem zu Online-Kursen, falls ihr jetzt Japanisch lernen wollt. Hiragana, Katakana, Kanji. Oder wenn ihr generell ein bisschen mehr über die japanische Gesellschaft lernen wollt, gibt es auch einen Kurs zum Umgang mit Japanern. Schaut also gerne bei den Rabattlinks in der Videobeschreibung vorbei. Außerdem gibt es meinen Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr über diesen Link was auf Amazon kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine kleine Provision. So könnt ihr mich natürlich auch unterstützen. Außerdem gibt es die Kanalmitgliedschaft, einen Link, über den ihr mich durch eine direkte Spende unterstützen könnt und meinen Otto-Otto-Affiliate-Link. Schaut da gerne vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!